faccio il calzolaio, calzolaio. Vielleicht kannte ihr schon Calzettine, Calzone. Was macht ihr? Pizzaback? Nein, calzolaio ist der Schuster. E l'ultimo, faccio il cameriere. Prego, der Kellner, il cameriere. Okay, allora ripetiamo. Wir wiederholen mal die Berufe. Macellaio, panettiere, cameriere, sarto, parrucchiere e calzolaio. Okay, machen wir eine kleine Zwischenübung, Brainstorm-Übung, um Vokabeln zu lernen. Gib mir irgendeinen Beruf von diesen 6 Berufen, die ich eingeführt habe. Ja, denk ein bisschen an die Eselsbrücken. Zart, Calzone, Perücke. Okay, gebe ich euch ein Wort. Calzolaio, fällt euch noch ein Beruf ein? Und dann mache ich noch einen Macellaio. Va bene. Ihr kennt mich schon. Jetzt wird geübt, dass ihr das auch aktiv sprechen könnt. Jetzt hört euch nochmal die Antworten an und die dazugehörigen Fragen. Mi chiamo. Come ti chiami? Ho anni. Quanti anni hai? Abito a. Abito in. Dove abiti? Sì, da 2 anni. No, ancora no. Sei sposato? Sì, ho una figlia e un figlio. No, ma mia moglie è incinta. Ai figli? Faccio il macellaio, panettiere, sarto, parrucchiere, cameriere, calzolaio. Cosa fai nella vita? Okay, jetzt habt ihr euch das angehört. Jetzt machen wir mal ganz schnell. Ich werde euch die Antwort geben und ihr gebt mir mal die Frage dazu, okay? Mi chiamo Michele. No, ma mia moglie è incinta. Sì, da 2 anni. Faccio il cameriere. Oh. Ja. Jetzt verrate ich euch mal mein wirkliches Alter. Muss mal überlegen, wie war das? Genau, okay. Ho 47 anni. Abito a Monaco. So, jetzt machen wir noch, weil dieses Video ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. Das heißt, ich hoffe, ihr habt da schon auch die Konjugation ein bisschen gesehen und ich hoffe, ihr kennt auch den Unterschied zwischen der Du-Form im Italienischen und der Sie-Form, also jemanden siezen. Und das wird jetzt die letzte Übung sein. Die Fragen, die ihr jetzt alle gehört habt, ja, oder die ihr stellen werdet, die sind ja sozusagen in der Du-Form. Come ti chiami? Quanti anni hai? Dove abiti? Sei sposato? Cosa fai nella vita? Hai figli? Jetzt machen wir eine kleine Übung. Ihr wandelt diese Du-Frage einfach in eine Siezfrage um. Kleiner Tipp, die Du-Form endet auf I, ja, und die RCS-Form, also die Siezform, endet auf A oder E. Okay? Machen wir mal ganz langsam. Come ti chiami? Seht ihr, also was ihr ändern müsst, ist natürlich das Come nicht, das Fragewort nicht, beim nächsten auch nicht. Quanti anni hai? Dove abiti? Hai figli?
Cosa fai nella vita? Sei sposato? Ja, war ein bisschen schwierig. Spult doch nochmal zurück, macht es nochmal, mach mal eine abschließende Übung. Ihr überlegt jetzt, halt, ob das die Du-Form ist oder die Sie-Form, okay? Come si chiama? Dove abita? Hai figli? Sei sposato? È sposato. Ha figli. Cosa fa nella vita? Come ti chiami? Ok, va bene. Continuiamo con le domande importanti per conoscere una persona. Wir machen weiter mit den wichtigen Fragen, um eine Person kennenzulernen. Falls ihr jetzt mit diesem Video einsteigt, bitte geht zurück. Es gibt einen ersten Teil von diesem Video, in dem ich auch die Übung erkläre, wie das jetzt geht. Wir machen jetzt einfach gleich weiter. Come si chiamano i tuoi genitori? Come si chiamano i tuoi figli? Ja, genitori, gebe ich euch eine kleine Eselbrücke für die Eltern mit den Genen. Ja, da bekommt ihr die Gene mit, ja, die guten oder die schlechten. Oder die italienischen, die sind dann neutral. Va bene, e continuiamo, basta con queste cavolate. Hör auf mit diesem Schmarrn, Michele. Allora, quali sono i tuoi hobby? Ja, ganz schwieriges Wort, hobby. Quante lingue parli? Quando ci rivediamo? Ja, vielleicht kennt ihr arrivederci. Ja, das ist ja quando ci rivediamo. Ist ein bisschen ähnlich, ein bisschen nur umgemodelt alles. Ja, continuiamo. Wir machen weiter. Ti piace l'Italia? Ti piace la pasta? Ti piace questo posto? Ja, das ist also, magst du, schmeckt dir, gefällt dir. Wie im Deutschen, wenn ich kann fragen, schmeckt dir eine Sache, also schmeckt dir der Apfel, aber wenn ich generell Äpfel, dann muss ich sagen, schmecken dir. Und das üben wir auch, also für die Einzahl ist ti piace und für die Mehrzahl ti piacciono. Also hört mal zu. Ti piacciono le mele. Ti piacciono le fragole. Ti piacciono le melanzane. Ja, also habt ihr schon gesehen, das ist ja wie im Deutschen, schmecken dir Äpfel. Ja, wenn ich das generell wissen will, dann frage ich ja nicht, schmeckt dir der Apfel? Nur dieser eine, immer in meinem ganzen Leben und dann nie mehr wieder ein Apfel. No. Cosa facciamo? Dove andiamo? Cosa facciamo? Dove andiamo? È stato un piacere conoscerti. Und jetzt machen wir noch eine zweite Variante für die, die ein bisschen mehr Sfida brauchen. Könnt ihr euch erinnern? La Sfida. Ja, ist die Herausforderung. Ja? Die es wussten, ist der Beweis, ihr habt fleißig meine Videos geguckt. Jetzt gebe ich euch aber ein neues Wort. Das hat jetzt nichts mit Herausforderung zu tun. Das kann ja ab und zu mal sein in den Videos, wenn euch die Lösung nicht einfällt. Dann ist es nicht, weil ihr da euch nicht daran erinnern könnt, weil ihr kein Talent habt. Nein, ihr habt alle, avete tutti un talento per imparare una lingua. Ihr habt alle ein Talent, um eine Sprache zu lernen, sondern dann ist es halt mal Sfiga. Pech. Ja? So wie im Leben. Manchmal hat man Pech und im Italienischen auch. Manchmal hat man Pech, dann fällt einem das Wort nicht ein. Und dann hat man wieder Glück und è stato un piacere averti conosciuto. Also wie der Satz vorhin, das eine ist, es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen und das andere ist, es war mir ein Vergnügen, dich kennengelernt zu haben. Ich wiederhole nochmal, è stato un piacere conoscerti. Dieses ti heißt dich, ja? Dich kennenzulernen. È stato un piacere averti conosciuto. Und conosciuto ist die Vergangenheitsform. Wenn ihr euch dafür interessiert,
Klick doch auf mein Video, wie man die Vergangenheit bildet im Italienischen. Ma noi restiamo nel presente, aber wir bleiben jetzt mal im Präsens. Ich gebe euch jetzt die Antworten zu diesen Fragen dazu.